wenn man über Schriftgrößen redet, wenn man im Grunde genommen logischerweise auch noch über Schriftfamilien reden. Sonst ist es ein bisschen witzlos. Ich werde zwei Arten zeigen, wie man eine andere Schriftfamilie kann auswählen kann. Also eigentlich kann man sagen, es gibt drei Arten, oder man könnte auch, wenn man das schnell da rein macht, in meinen Spekter, sagen, dass man schauen, wo das die Grundschrift eingestellt ist. Da gibt es eine Regel für HTML und Body. Und da steht Helvetica, Helmut. Das war ein Spassvogel an der Arbeit. Und man könnte jetzt hier sagen, Welt Times. Also im Grunde genommen, es gibt, man kann alles nehmen, was man selber auf dem Rechner hat. Das sehen dann aber die anderen nicht unbedingt. Und da gibt es so die Web-Grundschriften, die ziemlich limitiert sind. Impact ist wahrscheinlich auch eine. Und ja, also, das ist ja relativ schnell fertig. Georgia und so Zeug. Und das Naheliegendste ist, dass man zu Google Fonts geht. Und es gibt jetzt mittlerweile natürlich dort eine recht umfangreiche Sammlung. Und es gibt natürlich noch andere Services. Man kann auch bei Monotype oder bei Adobe ein Abonnement haben. Und dort gibt es auch Font-Services, wo man kann eine Schrift einbinden kann. Das Prinzip ist auch das gleiche wie bei Google. Man kann dann hier suchen. Es gibt hier verschiedene Kriterien wie irgendwie Serifen und Displayschriften und so. Ich suche jetzt die IBM Plex zum Beispiel. Und dann tut man die anklicken, also auswählen. Und dann kann man sagen, wie viel Schnitt das man möchte und welchen Schnitt. Man könnte sagen, ich nehme Light und Medium. Und ich könnte jetzt auch noch kursiv nehmen. Ich lasse jetzt mal so auf der rechten Seite sehen, was ausgewählt ist. Man kann es auch abladen, wenn man jetzt mit dem einen Entwurf machen will. Da hat es einen Knopf, der heißt Embed. Und da komme ich so ein Kürzel über, um in meine Seite copy-pasten. Und das Erste ist, wenn man ins HTML-Dokument schreiben kann, aber das können wir jetzt hier nicht, bis mal Victor ist, wir haben nur ein Style-Sheet. Es hat hier einen zweiten Link, der heißt Import. Und das ist CSS. Das kopiere ich raus. Und das kommt im Style-Sheet zuoberst her. Das ist also eine Spezialregel wie AdMedia. Man fährt mit einem Ad an und importiert ein Style-Sheet. Das hier aufmachen. Das Style-Sheet kommt von Google. Es ist CSS. Und es tut die Schriften laden. Also wenn du möchtest, kannst du das hier rauskopieren und in den Browser reinpasten und schauen, was passiert. Kommst du auf einen Style-Sheet. Und zu dem Zeitpunkt, wo das hier drin steht, ab dem Zeitpunkt kannst du nachher das, was hier unten steht, also die Eigenschaft Font Family, mit dem Wert IBM Plex 100 verwenden. Und dann gehe ich jetzt hier rein. In die Einstellung für mein Root-Element. Oh, das habe ich nicht sauber kopiert. So, und jetzt habe ich die IBM Plex als Grundschrift drin. Das sollte für mein ganzes Dokument gelten. Und weil ich jetzt das Gewicht 300 und 500 und nicht, also normal wäre 400 ist der reguläre Schnitt und 700 ist der Bold-Schnitt, 300 und 500 ist Light und Medium. Das heisst, man muss hier schauen, dass es korrekt drin steht, weil wenn ich das nicht mache, kann es sein, dass bestimmte Browser noch eine Umrisslinie um den Font herum zeichnen. 300 und dann für alle Überschriften
Und alles, was fett ist, möchte ich Font Weight, was habe ich gesagt, 500. So, also Komma separierte Selektoren heisst, die Regel, die da drinnen steht, gilt für alle die Selektoren. So, das ist gespeichert, das brauche ich nicht mehr. Und wenn ich jetzt das neu lade, müsste eigentlich die IBM Plex verwendet werden. Ist sie es oder ist sie es nicht? Ich habe das Gefühl, es sei sie nicht. Da steht immer noch Helvetica und Helmut. Dann nochmal neu laden. Ich sehe, dass es gibt eine Regel für Root und ich sehe da auch die Schrift, die ich habe. Aber irgendetwas überschreibt das. Aha. Es gilt zwar als Grundschrift, aber später steht es im Body. Ja gut, das ist jetzt ein bisschen mühsam. Sauber, es ist nicht ganz sauber, was ich da mache, aber Hauptsache es funktioniert. Also ich sage im Stylesheet, für das Grundelement und für Body sollen die folgenden Regeln gelten. Und jetzt habe ich sie. IBM Plex. Gut, jetzt Google Fonts, das ist nett, aber cooler wäre natürlich ein richtiger Webfont, wo also, es ist so, dass die Google-Schriften meistens im Zeichensatz relativ limitiert sind. Und wenn man den Webfont selber hostet, also man tut Dateien selber einkaufen und auf dem Server hosten, dann hat man normalerweise einen grösseren Umfang. Ich tue es hier als Beispiel, falls du nicht weißt, wo du auf die schnelle Fonts ankommst fürs Web. Es gibt eine Foundry in Frankreich, die heisst Velvetin. Und die produziert Open-Source-Fonts und die sind zum Teil recht abgefahren. Das ist der, der den besten Namen hat, den sie je für einen Font gewählt haben. Die ist ja ziemlich cool. Genau, die haben da ziemlich charakteristische Fonts. Und ich nehme jetzt mal den hier, der heisst Pillow Lava. Ich habe den schon runtergeladen. Ich habe so einen Ordner über, wo ganz viele Zeugs drin ist. Und die Fonts sind hier in einem eigenen Ordner. Und bei diesem Font sind Webfonts dabei. Man erkennt die an der Endung WoW und WoW 2. Was ich jetzt mache, ist, ich drücke den Ordner mit der Alt-Taste drücken, um eine Kopie zu machen und ziehe den in meine Small Victories. In Ordner mit meiner Small Victories Webseite. So. Das wird jetzt von Dropbox abgeglichen. Und jetzt muss ich im Stylesheet sagen, wo das die Dateien sind. Und das ist auch so eine Regel, die man sich unmöglich kann auswendig lernen, merken. Die heisst Add Font Face. Und ich schlage die jeweils nachher und gehe sie copy-pasten. Vielfach kommt man von der Type Foundry auch schon ein Stylesheet mit über, wo so Sachen drinstehen. Und dann muss man das Stylesheet nur auf den Server laden und kann es sofort davon brauchen. Ich mache das jetzt aber von Grund auf. Und übrigens an der Stelle, die Webseite hier, das ist das Mozilla Developer Network. Das ist aus meiner Sicht die beste das beste Nachschlagewerk für HTML, CSS und JavaScript, kann ich also sehr empfehlen. Die haben zu ganz vielen CSS-Eigenschaften seitenweise Dokumentationen und Anleitungen. Und
Was man dort machen kann, ist einfach nichts lesen und es nur copy-pasten. So. Ich lösche jetzt alles, was zu dem Google Font gehört, wieder. Ich nehme auch die Schriftgewichtdefinitionen raus. So. Und was jetzt kommt, ist das oberste oben. Das, was ich vorhin kopiert habe. Das ist die Add-Font-Face-Regel. Also auch das ist so eine Spezialregel, die mit Add anfängt. Und da ist es jetzt am Beispiel von dieser Open Sans. Was ich jetzt hier machen muss, ist, den Pfad zu diesen Fonts angeben. Der Pfad ist Web-Fonts. Also der Ordner heisst Web-Fonts und nachher sind die Schriftdateien drin. Und die heissen natürlich nicht Open Sans, sondern irgendwie anders. Das ist quasi der Ordner. Und bequemerweise ist es nur ein Schnitt. Und es hat eine Datei, die heisst EOT. Das können wir uns schenken. Das ist für alte Browser. Und dann hat es eine, die WOF heisst und eine, die heisst WOF2. WOF ist einfach ein bisschen weniger stark komprimiert als WOF2. Und es gibt ältere Browser, die WOF2 noch nicht können. Ich kopiere jetzt hier den Dateinamen. Und kopiere den hier rein. Es gibt zu dieser Add-Font-Face-Regel eigentlich nicht so viel zu sagen. Man muss unter Font-Family definieren, wie die Schrift heisst. Und den Namen kann man frei wählen. Also ich nehme jetzt den Namen vom Font. Aber im Grunde genommen könnte man dem auch anders sagen. So wie es hier heisst, so referenziert man nachher im Stylesheet die Schriftfamilie. Und dann hat es hier mehrere Ziele mit mehreren Dateiformaten. Das heisst, wenn der Browser WOF2 nicht kann, dann macht er einen Fallback auf WOF. Und man könnte dann noch weitere Fallbacks machen auf EOT und auf OTF. Und auf, es gibt sogar SVG. Aber seit 2-3 Jahren, würde ich sagen, kann man wirklich einfach sich auf WOF beschränken. Und jetzt sicherheitshalber nehme ich Anführungszeichen. Low Lava. Sollte es eigentlich funktionieren. Und man könnte jetzt hier Fallbacks angeben. Kann ich jetzt vollständigkeitshalber machen. Also wenn die, wenn das Laden von dem Font nicht funktioniert, wird Arial genommen. Und das ist auch etwas, was man sehr häufig sieht. Arial als Fallback vor Helvetica. Das macht überhaupt keinen Sinn. Weil wenn Arial auf einem Computer drauf ist, wenn Helvetica auf einem Computer drauf ist, ist sicher Arial auch drauf, aber umgekehrt nie. Gut. Du musst jetzt nicht echauffieren und du da neu laden. Okay. Funky. Das ist jetzt wahrscheinlich nicht besonders gut leserlich. Und man könnte jetzt sagen, gut, das ist ein kleiner Kabis, aber wir brauchen es für den Seitentitel. So. Das ist ein bisschen minimalistisch, aber es ist also okay, wenn man als Schriftfamilie Serif oder Sans Serif angibt. Aber es ist ein bisschen riskant. So. Das ist doch eine bäumige Nische. Also, ein Font, der
am gleichen Ort gehostet wird wie die Webseite, wie das Style-Sheet, besteht aus Dateien. Und im Style-Sheet muss man mit der Add-Font-Face-Regel sagen, wie heisst die Schrift, unter welchem Pfad ist die auffindbar auf dem Server. Und dann, wenn man das gemacht hat, kann man die Schrift brauchen. Wir werden das im Kurs noch genauer anschauen, wahrscheinlich erst im zweiten Semester. Es gibt noch gewisse Finessen, zum Beispiel würde man eigentlich in der Regel wahrscheinlich mehrere Schnitte einbinden. Also zum Beispiel den Normalschnitt, den Black-Schnitt und den Light-Schnitt. Und dann würde man für jeden Schnitt eine so eine Font-Face-Regel machen. Und in dem Fall würde man überall auch angeben, was das Gewicht von diesem Schnitt ist. 600 oder 800 oder 300 oder was auch immer. Um wirklich sicher zu sein, dass nicht der Browser eine Umrisslinie drumherum zeichnet, weil er meint, es sei ein regulärer Schnitt und er müsse jetzt hier irgendeinen Titel auszeichnen. Also so Fehler können vorkommen. Aber für uns jetzt, in dem Fall, langt das vollkommen so. Also.